Von mir gibt es heute einen kleinen Haul. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5 Produkte und 3 werde ich zukünftig noch in anderen Videos vorstellen. Und welche 5 Produkte das sind, zeige ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco und es gibt so ein paar Produkte, die ich gesehen habe bei DM, die mich interessieren, die ganz gut auf meinen Kanal passen. Ich habe 5 an der Zahl und 2 davon kaufe ich einfach regelmäßig und das sind jetzt keine Produkte, die man so noch in extra Videos vorstellen kann, wie beispielsweise ein Kräuterbad. Ich nehme heute mit meiner anderen Kamera auf und kann euch da auch Aufnahmen zeigen. Das ist echt ein solides Produkt. Ich mag den ganz gerne. Ich mag diese stark parfümierten Bäder eigentlich nicht so. Ich brauche nicht so viel von dem Zeug, weil ich will halt auch Plastik einsparen, ist klar, auch in der Kosmetik. Und so ab und zu macht es mich aber an und das habe ich, glaube ich, echt schon zigmal nachgekauft. Und es kostet halt 95 Cent und da kann ich echt nichts sagen. Und ja, ich habe auch gesehen, so ziemlich viele Bäder sind nicht ausgezeichnet gewesen. Also entweder finde ich dieses Vegan-Zeichen immer nicht, wenn die Kamera das jetzt anzeigt. Ach, sie zeigt es an, da stehe ich jetzt. Man kann es bei diesen Balea-Produkten jetzt inzwischen eben ablesen. Ich habe es bei den anderen Sachen jetzt auf Anhieb irgendwie nicht gefunden. Ja, Produkt Nummer 2. Welches ich jetzt nicht im weiteren Videos vorstellen werde, ist die Body Butter mit Shea Nuss. Und gerade in der momentanen Situation, wenn man sich ja ein bisschen mehr die Hände wäscht, verwende ich die eben auch zum Hände eincremen. Ich brauche keine extra Handcreme. Ich finde die echt super. Ich habe erst vor kurzem so eine wieder leer gemacht und lieb halt auch den Geruch, kann man schon an der Stelle sagen. Ja. Riecht einfach toll. Klar, es ist ein bisschen schade, dass die so stark parfümiert sind. Aber da mache ich echt eine Ausnahme. So spezielle Sachen. Ich habe ja das letzte Mal aus Versehen eine Limited Edition mit Kaffee gekauft oder so. Milchkaffee oder so. Das. Irgendwann habe ich es nicht mehr gerochen. Das war kein Problem, aber ich wollte eigentlich die hier kaufen. Die hat gekostet 2,95. Ich sage es euch nochmal. Und das Bad hat, also solider Preis, 95 Cent gekostet. So, fangen wir mal an. Ich werde ganz, ganz häufig zum Thema Deo angesprochen. Durch das, dass ich schon fünf Creme-Deos oder so getestet habe, fragt man mich eben auch, was ich so empfehlen kann. Und als ich das letzte Mal im DM war, ich bin nicht mehr so oft im DM, habe ich gesehen, hoi, da gibt es ja ein Creme-Deo. Wie toll ist das denn? Scheint nicht sonderlich groß, aber es muss auch nicht sonderlich groß sein. Und das ist mit Bergamotte und Minze. Bergamotte und Minze. Also ich finde echt toll, dass das Thema jetzt auch einfach im Drogeriemarkt angekommen ist. Es gibt ja auch von I+M gibt es die Deos. Das ist halt jetzt die Frage, kann das was? Hält das? Das ist immer so eine Sache bei Deo. Das Deo hat gekostet 3,95. Dann habe ich ja gesagt, dieses Make-up von Alverde habe ich nicht so ganz vertragen. Ich habe es noch nicht weggeschmissen, aber es ist schwierig auf meiner Haut. Es ist echt schwierig. Und ich habe gesehen, es gibt ein Mineral-Make-up von Alverde. Und dazu werde ich natürlich auch ein extra Video machen, wie zum Deo natürlich auch. Mit Auftrag, dies, das. Jetzt noch ein Siegel drauf. Kleines Puff hier.
Und der hat gekostet, das ist übrigens die Frau B02 Naturell. Es gibt nicht sonderlich viele Farben, das ist halt echt schade. So in der gewohnten Alverde-Optik. Ja, also da ist kein Schnickschnack, Schabernack dran. Ich glaube, drei Farben und ein durchsichtiges gibt's. Das ist halt nicht viel. Und wenn du sowas austestest, immer hier. Und ich hatte es hier aufgetragen. Man sieht, dass da ein bisschen was dran ist. So ein bisschen habe ich auch auf dem Handrücken. Ich mache mal Handrücken und. Und es ist nicht so ganz perfekt, meine Farbe. Aber das dachte ich mir auch schon, wenn es zu wenig Farben gibt. Das ist natürlich schade. 10 Gramm sind hier drin und das Ganze hat 3,95 gekostet. So, jetzt kommen wir auch schon zum letzten Produkt. Ihr wisst, das Thema Seife ist für unsere Haut nicht gut. Diese Tenside, diese Versalften, sind zu aggressiv für unsere Haut. Zusätzlich ist es einfach für den pH-Wert für die Haut einfach nicht so ganz in Ordnung. Und Alverde hat, das habe ich bei der guten Wikipedia gesehen, ein festes Duschbad rausgebracht. Und ich bin wirklich gespannt, wie sonst was, ob das was kann. Ohne Witz, also ich freue mich echt, das auszutesten. Ich habe zwar echt noch Seifen da, aber wie das auf meiner Haut reagiert, da bin ich echt gespannt. Soll vom pH-Wert her nicht ganz so toll sein. Es sind Säureregulatoren drin, es ist Zitronensäure enthalten, dass es eben dem Säure-pH-Wert unserer Haut wieder näher kommt. Aber anscheinend stimmt es doch nicht so ganz. Und es soll, also der Hersteller schreibt, es soll milde sein für die Haut, aber sie haben halt Coco-Glucoside, glaube ich, verwendet. Sodium-Cocosulfate. Und die sind natürlich schon ein bisschen heftiger. Und wenn dann mit Milde geworben wird, ist natürlich schlecht, weil es entspricht halt nicht der Wahrheit. Aber klar, du musst ja irgendwo dein Produkt auch verkaufen. Nichtsdestotrotz bin ich gespannt. Und es sieht tatsächlich aus wie das andere feste Shampoo, wie so eine große Brausetablette. Witzig. Riecht ganz gut. Minze Bergamotte. Ich glaube, das ist hier ist auch Minze Bergamotte. Ja. Es wird eher, das riecht eh, das ist genau die gleiche Duftrichtung. Minze Bergamotte. Ich hatte ja das ätherische Öl. Bergamotte. Das riecht einfach wie eine harzige Limette. Das ist so toll. Minze und Dusche. Okay, das könnte auch ein bisschen kühlend wirken. Also ich bin gespannt. Ich gehe an die Sache nicht voreingenommen ran. Ob das DM gut hinbekommen hat. Ich bin ja schon froh, dass die da in der Hinsicht einfach auch rumexperimentieren. Das war's von mir schon wieder. Das war mein kleiner DM-Haul. Kennst du die Produkte? Kannst gerne mal unten in die Kommentare schreiben, welche Erfahrungen du mit den Produkten schon gemacht hast. Ich sage danke fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.